Oft fragt ihr mich ja, Alcaramba, kannst du mal wieder ein niedrigeres Tier als 8, 9 und 10 zeigen? Und natürlich kann ich das dementsprechend, also heute eine Runde mit dem Rudi. Der Rudi wird gespielt von Maggi Frei. Ich sag einfach mal, ich spreche ihn so aus, wie er da steht. Ob es jetzt Maggi aufgrund der Gewürzmittel oder ob es Maggi, weil es was anderes bedeutet, keine Ahnung. Auf jeden Fall spielt Maggi Frei für uns auf Winterhimmelsdorf den Rudi. Ja, der Rudi, ein Premium-Panzer, Tier 6. Hier sieht man auch nochmal, wie er heißt, wenn man es auch, wenn man vielleicht als Gehörloser meine Videos anschaut. Das ist der Rudi. Ist ein wirklich toller Premium-Panzer gewesen, den es mit dem Cromwell B damals und dem IS-2 in einem Paket sogar gab. Habe ich mir damals auch geholt, muss ich gestehen. Und sowohl Cromwell B als auch Rudi als auch IS-2 sind wirklich alles drei sehr gute Premium-Panzer. Hat den Hintergrund, weil diese drei auch sehr nah an ihrem richtigen Pendant sind. Also am T-34-85 in diesem Fall. Normalerweise ist ja so bei vielen Premium-Panzern, die so ein IS-6 ist dann deutlich anders als ein IS-3. Aber ein Cromwell B oder ein Rudi oder auch ein IS-2, die sind fast baugleich zu ihren normalen Pendants. Also zum Beispiel beim Cromwell B ist, glaube ich, die Drehgeschwindigkeit und die Untergrundbefahrbarkeit ein bisschen anders als bei so einem normalen Cromwell-Bruder. Aber es ist so minimal von dem her. Jeder, der diese normalen Panzer im Spiel gut findet, der kann sich auch besten Gewissens die Premium-Pendants kaufen. Jetzt schauen wir mal, was der Rudi hier für uns macht. Und wir haben gerade ein Bellen gehört, weil das ist das Besondere. Beim Rudi sitzt nämlich ein Hund an Bord. Hier den ersten Hit für 188 am T-34. Und nochmal das Bellen. Man kann übrigens den Hund nicht als Besatzungsmitglied auf einen anderen Panzer setzen, bevor die Frage hier aufkommt. Kommt der VK denn da hoch? Ja, auch der kriegt einer eingeschenkt. Also für jeden was dabei. Crusader. Spielt er oben bisher sehr schön. T-80. Also ich mag den Berg ja oder den Hügel hier unglaublich gern auf Himmelsdorf. Weil da gibt es teilweise richtig schöne epische Schlachten. Nun also auf den VK. Arti hält rein. FV trifft ihn hier, weil der Winkel ist für die immer gut, aber jetzt war es schon geschehen um diese Kleine. Oh, wird hier abgeprallt und dadurch kriegt er den vierten Kill. Lustig am FV oder an der FV-AT abzuprallen. Also genug Gegner noch da für den Krieger. Das kann man schon mal ganz klar attestieren. Sechs an der Zahl sind es noch. Und da ist die nächste AT offen. Auto-M drauf. Ist jetzt aber wieder zu gewesen, aufgrund dessen, dass er nicht mehr gespottet war. Arti hat ja auch versucht, den Kill zu machen, aber er macht ihn dann. Ein fünfter Kill. Nun also noch einen für den Krieger. So, T-34-85 bloppt er auf einmal hinter ihm auf, aber wie gesagt, das sind alles teilweise Replay-Probleme. Nimmt ihn hier raus. Und weiter geht's. Den Krieger hat er jetzt schon mal. Und theoretisch ist sogar noch Radley Walters klar. Su-85 auf jeden Fall schießt jetzt hier auf ihn. Oh, oh, oh. Ah, Gott sei Dank macht er jetzt den Killshot, weil der nächste Schuss hätte ihn nämlich zerstört. Siebter Kill. Matilda und OI stehen da im Cap. Come on, schreibt er. Er will natürlich, dass da sein Team mitdeckt. Der AMX fährt jetzt irgendwie auch gerade weg. Der
wäre ich an seiner Stelle auch nicht so happy. Aber warum es einen Report geben soll dafür, das weiß ich nicht. Magiefrei. So. Auto-Aim auf den OI. Die Arti hat hier schön für Verwirrung gesorgt. Dementsprechend konnte er hier auch auf den OI schießen. Jetzt die Matilda mit Auto-Aim rausgenommen. Den 8. Kill und somit Radley Walters klar gemacht. So, und jetzt wartet er, bis er Support bekommt. Weil natürlich der OI hier auf ihn die ganze Zeit aimt. Jetzt guckt er nicht mehr. Auto-Aim hat aber hier nicht geklappt. Auf dem OI immer auf den Kopf schießen. Immer auf den Turm. Da kommt er dann einfach deutlich leichter durch als an allen anderen Passagen. So, OI, das Monster. Wird es aber jetzt nicht mehr schaffen, sich da jetzt zu erwehren, der Gegnerfront. Und der 9. Kill. Und damit hat er jetzt auf jeden Fall die Radley Walters mehr als gesichert. Ja, schöne Runde. Vernünftiger Schaden. Gute Anzahl an Kills. Der Rudi ist einfach eine Nummer für sich. Und ich hoffe und denke, ihr könntet den auch mögen. Vielleicht hat ja der ein oder andere den von euch. Also lasst mir doch mal euer Kommentar dazu da. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.